Herzlich willkommen zu Let's Play Yoshi's Really Roll. Ein herzliches Willkommen, dass ihr dabei seid bei diesem neuen Let's Play von mir, von Flui0392. Ja, ich bin der Flui. Wer mich noch nicht kennt, bitte abonniert mich. Und wer mich schon kennt, der, denke ich mal, freut sich auf dieses neue Let's Play. Ja, gestern habe ich das Unboxing zu Yoshi's Woolly World gemacht. Und nun heute kommt das Let's Play zu Yoshi's Woolly World, dem neuen Jump'n'Run Abenteuer von Nintendo. Ich spiele hier übrigens mit dem Wii U Pro Controller. Das Spiel erschien am 26.06.2015. Dazu gab es auch noch spezielle Yoshi Amiibos, doch das Problem ist zurzeit, also wir hier in Deutschland haben zurzeit extreme Probleme mit den Yoshi Amiibos. Man kann sich zum Beispiel zurzeit die Yoshi Amiibo kaufen, das Problem ist, sie kostet zurzeit 45 Euro, allein nur bei Amazon. Ja, diesen Preis solltet ihr natürlich nicht bezahlen, weil Nintendo scheint da Lieferschwierigkeiten zu haben. Also auf ihrer offiziellen Internetseite von der Facebook-Seite hatten sie nicht gesagt, ja, morgen kommt das Spiel, hatten sie nur gesagt. Aber sonst haben sie nichts gesagt. Ja, ich würde sagen, wir lassen das einfach mal. Ich würde sagen, wir starten einfach ein neues Spiel. Und ja, man kann jetzt übrigens zwischen zwei Modi spielen. Ich denke mal, vielleicht seht ihr es schon, das Spiel ist im Gansti gehalten. Es ist übrigens ein Jump'n'Run. Und ja. Wir können entweder klassisch oder entspannt. Dieser Modus ist es für erfahrene Spieler. In diesem Modus ist das Spiel ein wenig einfacher. Ein wenig, naja, man kann von keinem Gegner getroffen werden. Aber wir spielen den klassischen Modus. Du kannst den Modus jederzeit ändern. Ja. Ich spiele hier mit dem Wii U Pro Controller. Zunge spucken, springen, Wollknäuel bereit machen, Fadenkreuz, okay. Ja, natürlich kenne ich Yoshi's Island, ich habe davon Let's Play gesehen und habe es auch privat schon mal gespielt und ja. Willkommen auf dem Woll-Atoll, einer kleinen Insel mitten des Bastelmeers. Hier leben die Yoshis glücklich und in Frieden. Doch eines Tages kam Kamek. Hey, kleine Yoshis! Ich muss euch leider aufdöseln. Danke für euer Verständnis. Husch. Oh nein! So, das dauert ein wenig. Kommt schon. Jetzt alle auf einmal. Oh nein! Flieht Yoshi! Flieht Yoshi! Nein, Yoshi! Los, Yoshi! Ihr müsst es schaffen. Nein! Nein! Na, ihr Idioten, warum lauft ihr auch alle ständig auf der Stelle? Ihr hättet wegrennen müssen. Das müsste reichen. Ich mache mich mal wieder auf den Weg. Bis dann und ciao. Aber zwei Yoshis haben es geschafft. Los, ihr beide. Genau, los, Yoshi. Du schaffst es. Nein. Los, Yoshi, hinterher. Schnapp Kamek. Genau, halt dich an ihn fest. Zieh. Zieh. Ich habe der Schreierei mit euch Yoshis allmählich satt. Komm, Yoshi! Ich weiß, was du schaffst! Nein! Du Lappen! Oh, er ist runtergefallen! Vielleicht stirbt er jetzt! Nein! Verdammt! Aber das... Aber der Sack hat ein Loch! Das ist gut! Und sie verliert alles! Yes! So, ihr beiden Yoshis. Doch bei einem Abflug verliert Kamek etwas Wolle. Die Yoshis halten eine Lagebesprechung ab, die zwei Yoshis. Wir retten die anderen. Wir müssen die Wolle zurückholen. Schnell, schnappen wir uns die Halunken.
Es beginnt ein aufregendes Abenteuer für die Yoshis, für die zwei Yoshis. Werden sie ihre Freunde retten können? Viel Glück, ihr Yoshis! Und, oh, wir können uns hier auf der Overworld bewegen. Cool. Wir können hier übrigens mit dem grünen Yoshi... Ich kann mit dir... Ach nee, ich kann aussuchen, mit welchen Yoshi ich spiele, aber natürlich spielen wir ganz Mainstream den grünen. Oh ey, das Spiel sieht echt niedlich aus, ne? Ey. Hey, da sind da... Mibus? Mies. Das ist auch mal nicht meiner. Ach so, die sind von Mibus. Cool. Da kann ich mich aber nicht bewegen. Achso, hier kann ich die Yoshis in Amiibos verwandeln, aber das machen wir mal später. Museum Pavillon? Was ist das? Gucken wir uns hier erstmal auf der Overworld in Anführungsstrichen an. Hier kannst du die Gegner ansehen, die du in Wolkneul getroffen hast und Musikstücke anhören. Ah, okay, aber ja, wir haben ja noch nichts, also von daher... Lassen wir das. Und es gibt einen Ladevorgang. Was jetzt natürlich erstmal suboptimal ist. Kannst bitte weitergehen? Danke. So. Bist du der gleiche? Nee, Yoshi! Oh, es gibt wohl auch hier, ja, es gibt tatsächlich Yoshi-Dingens. Yoshi, ihr wisst schon, was ich meine. Boah, cool. Yoshi-Stempel, genau. Ja, wir beginnen einfach mal das Level 1-1. Okay, es gibt anscheinend 5 dieser komischen Woll-Dinger. Dann, ich glaube, das andere sind die Sterne. Was, und da gibt's Stempel? Wie bitte in einer Welt, in einem Level gibt's 20 Stempel? Wollt ihr mich verarschen? Ja, wir spielen natürlich als Einspieler. Ich bin nicht forever alone. Nein, Spaß. Aber okay. Level 1-1. So süß. Man kann hier anscheinend wirklich was im Mioverse posten. Und da sind wir im ersten Level. Okay. Und es funktioniert tatsächlich so wie normales. Ja, ja, es funktioniert wirklich wie normales Yoshi Island. Nur es sieht halt viel schöner aus. Und wir haben die erste Blume. Ja, diese Blumen müssen wir in jedem Level sammeln. 5 Stück an der Zahl. Und ich kann hier sogar einsehen, wie viel ich noch brauche. Ich gibt's ernsthaft wirklich 20 von den Stempeln? Ja, früher war das natürlich so, dass man Mario auf dem Rücken hatte, aber jetzt sind das anscheinend diese Sterne. Oh, genau, so geht es. Drücke B, um einen Feind zu verspeisen und dann ihn aus... kotzen. Ja. So, wie kann ich jetzt den Gegner besiegen? Ah, so, mit R. Kann ich mit L den... Ja, mit L kann ich den... Wie kann ich jetzt werfen? Ach so, wieder mit R und dann kann ich den... Aha. Ich erkläre es mal kurz. Also ihr müsst R drücken, dann könnt ihr eure... Oh, da war zum Beispiel ein Stempel. Also ihr könnt mit R die aufpressen. Also die einsaugen und dann mit R fixieren. Also hier R drücken. Dann könnt ihr das Fadenkreuz so aktivieren. Dann wieder L. Und dann wieder R zum Abballern. Interessant. Gehen erstmal in die Röhre. Und hier sind einige, ja, Dinger. Ja, ich kenne natürlich Yoshi's Island schon. Und da ist wieder ein Stempel, Alter. Bringt dir irgendwas nur? Also es funktioniert anscheinend wirklich wie ein normales Yoshi Island. Nur halt jetzt aufgehübscher und ohne Yoshi. Aber ich lasse mich natürlich von dem Spiel überraschen. Ja, Flatterflug A gedrückt halten, wie immer. So, und jetzt fixieren und abballern. Und wir haben das erste Ding. Oh, guck mal, hier ist ein Secret. Oder? Ja, ein Secret. Oh, da oben ist auch noch was. Habt ihr das gesehen da kurz? Da oben ist noch was, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Vielleicht um den anderen Weg. Mal gucken. Ja, wir können jetzt hier das abwerfen. Und dann sind hier Sterne drin. Wir brauchen insgesamt 20 und wir haben jetzt 15. Wenn wir natürlich getroffen werden, dann verlieren wir was. Und hier bekommen wir Wolle. Ach so, ach ja, stimmt. Das ist neu.
Wir können nämlich hier unseren Weg bauen. Genau. Das kenne ich schon aus dem Trailer. Ach, das... Ach so, da, ja, das Level kenne ich. Das ist aus sehr vielen Trailern. Und hier kann ich jetzt nämlich hier das auffressen und dann ist hier hinten Secret. Und dann habe ich hier so eine Megakugel. Ja, stimmt. Das Level ist echt wirklich genau das aus der... aus der Demo. Ach, aus der Demo. Aus den Trailern, von denen man Yoshi's Woolly World kennt. So. Nein. Ich muss mich natürlich erstmal in die Sprungtechnik reinfixieren. Komm, Yoshi. Jawohl. N1 Yoshi. Und da ist Blume Nummer 3. Ja, Blume Nummer 3. Ob das nur 100% waren wird, weiß ich nicht. Mal gucken. Hä? Wie komme ich an den Ding? Ach, hier. Hä? Ach nee, ach so, ich kann das auch zusammenziehen. Wie cool ist denn das? Ich kann das auch zusammenziehen. Warum pennt das Ding? Ach so, das ist ein Check-in. Ein Checkpoint. Cool. Und wie in Yoshi's Island kriegt man da Goodies. Also solche... Was? Ist das ein... Ich wollte schon sagen, ist das ein Unterwasserlevel? So. Was haben wir jetzt hier? Da ist ein Sprungblatt. Und da ist ein Paket. Das möchte ich natürlich haben. Und da ist die nächste Blume. Das ist natürlich hier noch am Anfang ziemlich leicht. Ist klar, ist ja der Anfang des Spiels. Aber ich denke mal, das wird natürlich später deutlich schwieriger. Und diese Sprungpassagen, die kicken uns nach oben. Alter! Wie viele habe ich jetzt eigentlich von den Stempeln? 12. Mal gucken, ob ich alle finde. Ich glaube zwar nicht, aber... Wir sind zurzeit ziemlich gut drin, oder? Naja, ich habe nur 2 von den komischen anderen Dingen. Da unten geht's wieder zurück. Auffressen. Ich glaube, kann ich nach unten gucken? Nee, ich kann leider nicht nach unten gucken, weil ich hätte gerne gesehen, ob da die Möglichkeit besteht, da runter zu springen. Aber ich glaube, da unten ist der Tod. Ja, das, ja doch, das Level ist... Also das Level kennt man aus diversen Trailern. Ah, hier ist das nächste. Vorsicht, richtig auf den Gegner springen und umbringen. Hm? Soll ich jetzt da runterspringen? Ich weiß es nicht. Oh Gott! Yoshi! Oh. Da war ein Weg. Da ist auch eine Blume. Ich glaube, das hätte den Tod bedeutet. Wow! Der spaßt! Ja, da habt ihr mal gesehen, ich wurde vom Gegner getroffen. Ah, ich kann hier nicht runterhüpfen. Der Spaß, ey. Ah, war ja klar. Ich dachte mir irgendwie schon, dass hier noch was ist, aber... Ja, wenn das hier nur solche Goodies sind... Aber okay. Wenn das da auch Stempel sind... Ich weiß noch nicht, ob ich das Spiel zu 100% Let's Play. Ich denke mal, ich lasse mich da eigentlich auch auf euer Feedback ein. Und vor allen Dingen, natürlich kommt es immer darauf an, wie sehr macht mir das Spiel Spaß und ja. Da ist wieder... Ah, da ist schon Nummer... Oh, scheiße, ich habe eins verpasst! Fuck! Okay, wir können das Level hier schon mal nicht zu 100% erledigen. Ja, ich habe wenigstens die Chance, alle Blumen zu sammeln. Oder? Ja, eine Blume fehlt mir nämlich noch. Okay, das ist echt doof. Was? Hier ist das Ende? Mir fehlt aber noch eine Blume. Und mir fehlen noch 2 Stempel. What the fuck? Mir fehlt eine Blume. Wo sollte die sein? Alter, okay, die Secrets sind echt crazy, ne? Keine Ahnung, ob ich das Spiel zu 100% lösen soll, weil... Das ist crazy. Ich gucke jetzt nochmal zurück, ob hier irgendwas war. Ah, ich sehe jetzt nichts. Seht ihr was? Also ich war ja eigentlich ziemlich gründlich. Und erkennen kann ich jetzt hier nichts. Und kann da vielleicht doch was in der Röhre gewesen sein? Nee. Ist hier nichts. Ist hier nichts. Kaa. Also okay, die Secrets scheinen richtig crazy zu sein. Aber ja. Badass, würde ich sagen, aber... Sei es drum. Wir gehen jetzt einfach zum Ziel und beenden das erste Level.
Ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, ob ich das Spiel zu 100% lösen soll oder ob ihr sagt, ja, musste jetzt nicht, Flui. So, wie viel Prozent habe ich denn erreicht? Ach, ein Bonusspiel. Was haben wir denn hier für Bonusspiele? 19. Ist halt doof, dass ich einmal getroffen wurde, ne? Alter. Alter, in dem Spiel gibt's wirklich krass viel zu sammeln. Und man zeigt, also es ist aber nicht so wie bei Yoshi's Island, dass man so sieht, wie viel Prozent man in dem Spiel erreicht hat. Okay, Äpfel. Lecker Äpfel. Kiwis sind eklig. Da ist eine Melone. Nein, ich wollte die Melone noch haben. Oh Mann. Tja, was bringt mir das jetzt? Okay. Bringt das irgend solche komischen Edelsteine? I don't know, was mir die direkt bringen soll. K.A. Ja. Du hast einen Trickanstecker erhalten, mit dem du Level überspringen kannst. Was ein Quatsch. Er ist nur im entspannten Modus verwendbar. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Das wäre Quatsch. Ah, da kommen wir zu einem Bäumchen. Das ist Welt 1, 2. Aber ich würde sagen, Welt 1, 2, die machen wir erst in der nächsten Folge. Und ja, bis dann, Leute, und ciao.